Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Wir schauen uns heute Menschen an, die einen absolut schlechten Tag hatten. Oh, der Typ hat Bienen da oben drin, ne? Ich will nicht wissen, was da alles rauskommt, wenn er das Ding jetzt aufmacht. Boah, das geht wahrscheinlich richtig ab. Die Besitzerin dieses Hauses hat vermutlich erst Alarm geschlagen, als sie Honig von der Decke herunterfließen sah. Alter, guckt euch das mal an, die Waben. Aber das ist halt auch wieder Amerika, ne? Guckt euch mal das hier an. Das ist eine 3 cm dicke Decke, ey, wie dieses Land, ne? Nein, nein. Boah, was ist das denn? Da spritzt Öl raus. Das Öl scheint wieder zurück an den Boden zu wollen, aus dem es gefördert wurde. Wie kann das denn sein, dass da so Öl rausspritzt? Also ich kenne mich eigentlich, würde ich sagen, ein bisschen aus mit Autos und wie so ein Motor funktioniert. Aber das ist doch... Also da muss doch irgendwas krankdefekt sein, dass das da rausspritzt. Den Stimmen aus dem Off nach handelt es sich um irgendeinen lokalen Zeitvertreib. Hä? Ist der Bagger umgefallen? Oh. Krass, ein Unfall. Das sind so NPCs, die sowas sagen würden. Und so sieht ein doppelt schlechter Tag aus. Boah, aufs Auto! Es gibt auch eine Version für Fußgänger. Wie kann das denn sein? Oh, auch noch aufs Haus. Ey, no joke, ich hab's schon mal im Podcast gesagt, ne? LKW-Fahrer, das ist der undankbarste Job. Man kann nur Fehler machen. Ach, du grüne Neune. Das Auto versinkt da in einem See, oder wie? Und da sitzt noch einer drin, oder was? Nee, da sitzt keiner drin. Was denken die sich denn, dass die das da aufhalten können, oder was? Das Auto ist safe weg. Ah, hupt. Ja, wenn du hupst, geht's bestimmt raus. Das Dach scheint mindestens dreimal so alt zu sein wie diese Wagen. Alter. Aber gut, es ist halt nur Regenwasser, ne? Steht dann halt unter Wasser, okay, aber ist ja jetzt auch nicht... Positiv betrachtet ist es nun eine zum Badezimmer mit Whirlpool aufgepumpte Küche. Zum Glück ist mir sowas noch nie passiert. Dass irgendwo ein Wasserschaden war oder keine Ahnung was. Was wir einmal hatten, aber da waren wir auch im Urlaub, da hatten wir so kranke Regenfälle, dass man nicht mehr aus dem Hotel so wirklich zum Parkplatz kam, weil die einzige Treppe, die dorthin ging, komplett wie ein Wasserfall war. Ich blende euch hier mal ein Video ein. Beste Leben ever. Und das ist eine im Ökostil gehaltene Zimmereinrichtung. Boah, ist da ein Baum reingedingst. Ich will aber irgendwann safe, wenn ich ein Haus baue, einen Indoor-Baum haben. Also einen Baum am liebsten, der so in der Terrasse steht. Jetzt nicht im Haus mäßig, weil dann wird der ja auch durch die Decke gehen müssen. Und wenn so ein Baum wächst, dann ist es immer ein bisschen schwierig mit der Decke, glaube ich. Generell mit dem ganzen Dreck und so. Aber so ein Baum, der sehr nah am Haus steht oder so in der Terrasse drin, hätte ich sehr, sehr krass Bock. Warte, ich zeige euch mal ein Bild. Also das hier so mäßig sieht schon sehr geil aus, finde ich. Und das hier sieht auch sehr geil aus. Also so ein Baum quasi auf der Terrasse, der dann so da oben durchgeht. Das ist schon sehr, sehr wild, finde ich. Stellt euch das Gesicht des Autobesitzers vor, wenn er einen Strafzettel wegen Falschparken bekommt. Alter, aber ist er von der Brücke da runtergefallen? Boah, nein! Boah, ey, und dann auch noch die Brücke. Stellt euch mal vor, die Brücke wäre dann auch noch krass befahren gewesen und eingekracht. Boah, ey, das, was will man sich gar nicht vorstellen, ne? Ohne Yacht. Ich weiß nicht, ob ihr das Stream-Highlight gesehen habt vor eineinhalb Wochen oder so auf meinem Hauptkanal, wo Sander und ich auf der Yachtmesse waren. Da haben wir uns auch gefragt, wie so Yachten... Oh mein Gott! Wir haben uns nämlich auch gefragt, wie so Yachten transportiert werden. Klar, aus dem Wasser ist logisch, aber wie kommen die aus dem Wasser raus? Magic. Schon wieder ein Boot. Aber das ist so ein richtiges Speedboat. Man sieht auch schon wieder so krass, dass das Amerika ist, ne? Mit den Palmen und mit den fetten Straßen. Ja, man sieht ja schon, dass das übel schief hängt. Das rutscht ja hundertprozentig ab. Boah, und wenn das dann hinkracht, so ein Ding kostet safe. Oh, so ein Ding kostet hundertprozentig. 200.000 würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Aua. Was ist das? Ach, das ist ein Haus. Das ist Schnee, der da runterkracht. Auf die Autos. Oh mein Gott, da wird safe auch das Dach einschützen. Was sind das für Massen? Das sind ja locker anderthalb Meter Schnee, die da drauf liegen. Oh, das löst sich immer mehr. Boah, jetzt geht's los. Oh mein Gott. Oh. Ah, da geht auch schon die Warnanlage an. Alarm. Boah, Schnee. Generell so Regen, Schneemassen in Menge. Oh, nee, aufs Nächste. Oh.
Alter! Was ist das? Ach, das sind diese... Oh! Oh nein! Oh nein! Die Kranführer scheinen generell ziemliche Pechvögel zu sein. Alter Schwede. Ey, ich finde sowas so krass. Vielleicht für viele, die gerade zugucken, so... Keine Ahnung, finde ich überhaupt nicht unterhaltsam. Oder was heißt unterhaltsam? Überhaupt nicht irre. So, keine Ahnung, ich schalte mal weg, ich schaue jetzt was anderes. Aber ich finde es wirklich... Ich finde es echt angsteinflößend, was Menschen alles geschaffen haben an Gegenständen, an Geräten, an riesigen Kränen, Booten, keine Ahnung was. Und wenn dann da irgendwas schief geht oder einkracht oder so, dann finde ich das immer irgendwie wirklich irre. Ja, der zieht das Ding vorne ab, safe. Siehst du doch schon. Abgeschaltet. Ja, safe zieht er die Stoßstange ab. Oder? Nee. Der kann nicht mehr lenken. Hä? Wenn von dem Renault Clio doch die Lenkung kaputt war, vielleicht die Achse vorne durchgebrochen, was, keine Ahnung was, dann bringt's doch gar nichts, dass er abgeschleppt wird mit so einem Seil. Da musst du ja lenken. Ein Raser mit einem Mustang hat auf dem Parkplatz eines Autohauses diese Sauerei veranstaltet. Hä? Hatte der dann einen Unfall und dann sind die ganzen Laternen umgefallen auf die Autos? Boah, stell mal vor, du hast schon einen Unfall. Und dann beschädigst du noch so viele andere Autos. Aber so diese Karren, so Mustang, diese ganzen amerikanischen Dodge-Dinger, die brechen auch so häufig aus. Auch so Lamborghinis, da kannst du einstellen, dass du die ganze Kraft an die Hinterachse verteilen möchtest, wenn du, keine Ahnung, warum man das machen will, aber so vom Ding her, vielleicht für Driften, ich weiß es nicht, dann brechen die immer aus. Du kannst geradeaus fahren, der bricht hinten aus. Bei BMW, da passiert das auch richtig häufig bei solchen Autos. Da wäre ich echt vorsichtig. Oh, was wollen die denn transportieren? Ist das ein Bagger, der da dran hängt? Und der Bagger ist auf ein Schiff gefallen, oder was? Immerhin haben sie das Problem elegant gelöst. Dann hier mit so Reifen, so wie bei Fortnite, dann wäre der eigentlich wieder hochgesprungen aufs Schiff drauf, theoretisch. Bagger sind auch irre, ne? Das ist halt einfach so, ich verstehe eh nicht, wie das funktioniert an so, auf diesen Ketten, die damit was fahren kann, auch ein Panzer. Boah, schaut euch das an. Ey, ich schwöre euch, wenn man irgendwann... Früher, als die Welt irgendwie entstanden ist, wenn man den Dinosauriern gesagt hätte, ey, guck mal. Er schafft das, hätte er nur einen größeren Becher. Wir machen das aus der Welt, meine lieben Dinosaurier. Wir verschmutzen die so krass, da geht alles mögliche unter oder dies. Boah, schaut euch mal an, wie blau das Wasser ist. Fast so blau wie Sandra am Wochenende. Wodka for life. Amsterdam. Das ist so irre, die machen das alle paar Monate, dass sie so alle möglichen Fahrräder, seht ihr hier auch schon, aus diesen Kanälen rausfischen, weil da dann auch immer so... Und der Fahrer so? Das ist nicht mal mein Problem. Weil da dann auch immer so E-Scooter drin liegen in Amsterdam und so. Das ist schon irre, was da alles in diese Kanäle geschmissen wird. Boah, da ist halt so viel Wasser, was da hinten durchkommt. Wie geht denn das aus dem Reifen raus? Hä? Dieses Feature ermöglicht es, das Wetter außenbords zu ermitteln. Ein Kumpel von mir hat mal sein Auto in eine Waschstraße gefahren und hatte hinten rechts so ein Fenster offen. Und das Problem ist, dass du dann nicht nur Wasser reinkommst, sondern auch diese ganzen Chemikalien, um Auto zu waschen. Der konnte danach seine komplette Rückbank austauschen lassen. Ich will euch mit diesem Video hier echt nicht Angst machen, dass echt vieles schiefgehen kann im Leben mit so Gegenständen, aber passt auf euch auf und folgt mir auf hier YouTube. Bis morgen bei einem neuen Video. Tschüss!